Es war Rabbi Avraham Entebbe. Rabbi Avraham Entebbe, ein großer Rabbiner in Syrien vor ca. 200 Jahren. Und er hat gewohnt, so wie es gibt die Ferdinandstraße gegenüber der Synagoge, er hat gewohnt gegenüber der Synagoge und Schlüssel von der Synagoge war in seiner Hand. Er war derjenige, der die Synagoge immer in der Früh und am Abend geöffnet hat. Eine Nacht, er schläft und im Traum sagt man ihm, steh auf, die Synagoge und die Torarollen brennen. Er wacht auf, Synagoge und die Torarollen brennen, schaut vom Fenster, alles in Ordnung. Chalomot shamedaberu. Nutzlose Träume. Legt sich wieder hin. Steh auf, die Synagoge und die Torarolle brennen. Er wacht wieder auf, sagt, wie, alles ist in Ordnung. Geht wieder schlafen. Das dritte Mal, man schreit, hallo, steh auf, Synagoge brennt und muss die Torarolle brennen. Er geht hin, zieht sich an, nimmt Schlüssel, geht, macht auf, alles in Ordnung, nichts brennt. Kein Geruch vom Brand. Er geht, sucht da, dort, okay. Torarollen hat er mir doch gesagt, stimmt. Er geht, macht Arona Kodesh auf, sieht alles in Ordnung. Alle Torarollen am Platz, kein Geruch vom Brand, alles ist in Ordnung. Aber er sieht plötzlich, eine Torarolle ist so ein bisschen halb offen. Was ist da? Er macht auf und sieht dort eine Flasche mit Blut. Eine Flasche mit Blut. Was war? Da kommen Priester und einige Chicos dort. Sie wollten machen eine Alilat Dam, die Verschwörung. Als ob Juden nehmen christliche Kinder, schlachten sie und nehmen das Blut für Mazot. Ja, dieses ganze Blödsinn, was man manchmal über uns, Gott sei Dank heute nicht, aber damals, das ist das, was man über uns verbreitet hat, obwohl wir nicht einmal das Blut von unserem Zahnfleisch, ja, du hast einen Apfel gebissen, auf dem Apfel hast du Blut, nicht mal dieses Blut darfst du essen. Blut ist bei uns strengstens verboten. Bis du ein Fleisch isst, du musst zuerst was machen? Salzen, damit das ganze Blut rauskommt. Waschen, nochmal salzen. Diejenigen, die dort arbeiten, bekommen keine Lust mehr auf Fleisch zu essen. Stimmt's? Nein, nicht so. Okay. Also es ist, wir dürfen keinen einzigen Tropfen Blut dürfen trinken. Und jetzt dort, Flasche mit Blut, oh, Gewalt, was soll ich machen? Nun, er nimmt sofort diese Blutflasche, er wusste schon, was da ist. Er nimmt diese Blutflasche, schüttet sie weg, das ganze Blut, wäscht alles ab, Flasche ist rein. Was hat er jetzt gemacht, damit es unauffällig ist? Hat genommen einen Rotwein und reingegeben. Rotwein hat er reingegeben, genauso wie es war, legt es wieder zurück, als ob nichts passiert ist. In der Früh, er geht schlafen, in der Früh, er kommt, um die Synagoge zu öffnen, sieht plötzlich, Polizei steht draußen, Polizei, der große Minister steht dort und noch einige andere Chicos. Was ist los? Durchsuchungsbefehl. Wie, was, wo? Nun, mittlerweile kommt jetzt die ganze Gemeinde, alle kommen jetzt hin. Was ist los, was ist passiert? Durchsuchungsbefehl. Und die suchen, was ist passiert? Und nachher die reden zwischen sich, ja, man hat ein christliches Kind, hat man umgebracht und wir wissen, einer von diesen Antisemiten, die dort waren, wir wissen ja, ihr seid es, ihr nehmt das Blut und macht das, ihr habt das Blut. Wie Blut? Wir dürfen kein Blut. Ja, wir werden es gleich sehen. Und die suchen, suchen, suchen und jetzt der eine, er zieht sie, ja, schauen wir vielleicht dort in der Torarolle. Nur der Rav versteht schon, dass der eine Typ das war. Und er sagt, ja, hier, da. Und dann, man macht auf, hier, das ist die Flasche, seht ihr? Da ist das Blut, hier haben sie auch über das Blut. Der große Minister sagt, Quod Arab, töten ist verboten, steht in den 10 Geboten, Lotir Zach, wie habt ihr das gemacht? Sagt ihm der Rab, Moment, Moment, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass wir getötet haben? Und wie kommst du auf die Idee, dass das Blut ist? Vielleicht ist es nur Wein, das wir aufbewahrt haben. Wer sagt es? Schau mal, macht auf, er riecht, das ist Wein. Ah, das ist Wein. Mach Shimcha Vesichercha, der eine Typ. Du wolltest schlecht über die Juden reden, hat man ihm nachher hingerichtet. Ken Yuvdu Kol Yevei Hashem.